Eigentlich sollen Tattoos ja für die Ewigkeit sein. Doch die Zeiten ändern sich schneller, als man denkt. Und auf einmal hat man ein Problem. Namen von Partnern würde ich mir nie stechen lassen, weil man weiß nie, ob es nicht irgendwann mal zu Ende ist. Tätowierung bleibt immer. Das ist nicht mal ein paar Schuhe, die man eben kurz ausziehen kann. Sondern eine Tätowierung sollte sehr gut überlegt sein. Das muss mit dem Leben zusammenstimmen. Nicht einfach irgendwas machen, dann passt das schon. Doch wenn man wirklich irgendwas gemacht hat, was überhaupt nicht mehr passt, dann ist die Tattoo-Entfernung eine Lösung. Eine Methode ist die Behandlung mit Laser. Wenn man über das Lasern redet, heißt das, dass man mit einem Laserstrahl auf das Tattoo schießt und damit die Farbpigmente auseinandersprengt. Diese Pigmente verbleiben dann erstmal auseinandergesprengt in der Haut und werden dann vom Körper abgebaut. Zwar gibt es noch andere Methoden, wie zum Beispiel mit speziellen Cremes, doch die wirken nur oberflächlich, während Tattoos bis in die dritte Hautschicht gestochen werden. Die Creme wirkt also nur in der obersten Hautschicht und muss dann aufgetragen werden. Bis in die dritte Hautschicht kommt sie nicht rein. Dann wissen wir also, da kann sie nicht wirken. Eine weitere Methode ist die Säurebehandlung, aber die ist nicht ungefährlich. Säure auf der Haut, können wir uns alle vorstellen, was das macht. Das ätzt auch das Tattoo weg, hinterlässt aber zum Teil sehr, sehr schreckliche Narben. Die sicherste Art der Entfernung ist deshalb der Laser. Allerdings sollte man wissen, die Behandlungen sind schmerzhaft, langwierig und kosten meistens viermal mehr als das Tattoo selbst. Jede Sitzung kostet zwischen 80 und 300 Euro und es kann schon mal 20 Sitzungen dauern. Denn vor allem farbige Tattoos sind hartnäckig. Bei mehreren Farben, also auch blau, grün haben wir dann, wir haben rot, reagiert der Laser auch nicht so schnell und dann bedarf es auch vieler Zeit. Wir können immer nur alle 6 bis 8 Wochen lasern, denn der Körper braucht Zeit, um diesen Schrott, um diesen Farb- oder Pigmentschrott abzuliefern und wieder wegzutransportieren. Man braucht also Geld, Geduld und muss einige Schmerzen ertragen, damit das unliebsame Tattoo irgendwann genauso weg ist wie die Liebe.